Wir haben genug Strom, wir haben fließendes Wasser und das, obwohl viele Arbeitsstellen durch die Corona-Pandemie stark eingeschränkt sind. Die städtischen Werke Überlandwerke Coburg werden ausgezeichnet. Das Unternehmen hat erfolgreich an einem Anti-Corona-Quick-Check teilgenommen. Staatssekretär Roland Weigert ist nach Coburg gereist, um das Unternehmen auszuzeichnen. Ja, heute wurde ein Zertifikat übergeben für das erfolgreiche Ablegen eines Praxischecks im Hinblick auf die Frage Pandemie. Die Frage Pandemie bedeutet, sind die Betriebsabläufe der Bedrohungssituation einer Virusinfektion angemessen? Der Test wird von dem Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft, kurz VBEW, angeboten. Eine Checkliste mit über 100 Punkten, was zu einem Corona-konformen Betrieb gehört, muss abgearbeitet werden. Abstand halten, Hygienemaßnahmen, darauf achten, dass in den Besprechungszimmern einfach nur so viele Leute auch drin sind, wie im Corona-konform reingehen. Dasselbe in Aufzügen, achten, dass auch, wenn die Monteure gemeinsam im Auto fahren, dass sie halt dann wirklich auch eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Eine Vielzahl von Punkten, die man dann den Unternehmen eben an die Hand gibt. Für Wilhelm Austen, den Geschäftsführer der SÜK Coburg, ist der Quick-Check eine Bestätigung von außen. Das war für uns die Motivation, wo wir gesagt haben, da machen wir mit. Das möchten wir auch. Und das ist auch für uns gut und auch für unsere Mitarbeiter, die dann sehen, einfach, wir haben bestimmte Maßnahmen getroffen, die auch richtig waren. Trotz Pandemie läuft die Versorgung weiterhin reibungslos. Ein starker Einsatz der SÜK.